Bandai Namco präsentiert das Spiel. Irgendwas. From Software. Und Havoc. Dark Souls, prepare to die. Da steht's. Hallo und herzlich willkommen bei der Konzerte 74. Ich bin hier, Dark Souls 1, mit dem Prepare to Die Edition. Wie meine Tastatur klappen würde. Ich meine, mein Controller. Wieso will es nicht funktionieren? Gut, dann machen wir mal kurz was anderes. Vielleicht habt ihr das gehört. Ich steck meinen Controller woanders hin. Funktioniert jetzt? Komm schon. Okay, jetzt hängt mein Spiel. Jetzt sehe ich alles weiß. Das ist so interessant. Ich habe Startprobleme. Ich glaube, das wird jetzt gecuttet. So. Wieso rede ich nicht? Ach, vergiss es. Ich muss hier nichts mehr anschauen. Auf jeden Fall, ich will das Spiel jetzt beginnen. Ich freue mich schon auf das. Machen wir hell oder dunkel? Auf jeden Fall 8, weil YouTube macht ja ein bisschen dunkler. Und da das Spiel normal dunkler ist, machen wir halt so. Ja, ich denke, das reicht schon. Ja. So, und hier können wir unsere Karte erstellen. Charakter mal eingeben. So. Hallo? Ich komme hier nicht mehr raus. Hilfe! Achso. Ich muss Enter drücken, ich bin. Soll ich weiblich oder männlich spielen? Wir sind ein Mann, also weiblich. Klasse. Also hier können wir den Krieger wählen. Furchtloser Krieger, Waffenexperte und hohe starke Beweglichkeit. Stärke und Beweglichkeit natürlich. Das ist seine Besonderheit von diesem Krieger. Und Ritter haben wir auch noch. Und seine Besonderheit ist niedere Ritter, hohe Vitalität, solide Rüstung. Vagabond ist zielloser Wanderer, führt Krummsäbel, hohe Beweglichkeit. Dann haben wir noch den Dieb, der wie ein Ninja aussieht. Schutzgeplagter Dieb, hohe kritische Treffer, hat Generalschlüssel. Ja, der klarte Generalschlüssel, der muss irgendwie reinkommen, der ist ein Dieb. Wilder Bandit, hohe Stärke, führt schwere Streitaxt. Dann haben wir noch den Jäger. Der Kopf sieht irgendwie so klein aus. Und eine Frau mit einer Glatze, oh Gott. Bogenführende Jäger, im Nahkampf gut, aber nicht in Zauberei. Mir doch egal. Windheimer Zauberer. Drachenschule wirkt Seelenzauber. Jetzt kommen wir zum Pyromanten. Vom großen Sumpf wirkt Feuerzauber, führt einen Handachs. Und Pyromant ist eigentlich der stärkste in diesem Spiel. Von Anfang an natürlich. Ich will das Ingames sonst so laut für mich. Ich musste schreien. Ich höre mich selbst nicht. Ah. Da kommt noch Kleriker, auf Pilgerfahrt führt eine Keule und wirkt Heilwunder. Dann haben wir noch den stärksten aller stärksten und das ist der Bettler. Mysteriöse Nackter, nur mit Keule und Holzschild bewaffnet. Natürlich nehmen wir den stärksten. Gabe. Wir haben jetzt hier einige Items zur Verfügung, die wir von Anfang an wählen können und den haben wir dann. Göttlicher Segen ist halt durch einen Trank, der dich heilt, steht da unten. Und dann noch Feuerbombe, die explodiert, finde ich nicht so toll. Das wird noch gut sein, da, weil in dem Spiel bist du halt eher ein sozusagen Zombie und kannst du menschlich werden, wenn du das menschliche Dings nimmst halt. Das Menschlichkeit. Und natürlich verlierst du deine Menschlichkeit, wenn du einmal stirbst. Dann haben wir noch das Fernglas, aber soll ich das eigentlich schon ein paar Spoiler machen? Ich meine, ist es nicht für mich blind. Ohne Wirkung, aber wertvoll auf mühsamen Reisen. Amulett. Generalschlüssel.
Stammesring gewährt kleine Zunahme von TP, wenn ausgerüstet. Geschenk einer Hexe, alter Ring, verstärkt Pyromantie. Aber ich würde den Generalschlüssel nehmen. Das brauchen wir bestimmt irgendwo. Jetzt können wir unsere Figur wählen. Normal, dünn, gespenstig, kräftig, dick, kräftig Rumpf, kräftige Beine, Kopflastig, kleinköpfig. Ach, ich hatte noch nicht. Also, ich will das hier haben, weil jeder soll mich beim Anschauen wegrennen. Was war das? Ah. Ich weiß nicht, welches ich nehmen soll. Das ist alles so. Gott, wie schlimm das alles aussieht. Ich habe keine Ahnung. Mit dem sehe ich aus wie ein alter Oma. Oh Gott, ich sehe aus wie ein Pädophile. Was ist das? Lol. Mach mir selber, wir sind richtig alt. Wir sind eine alte Oma, der durch die Gegend rennt und die Welt rettet. GG. GG. Das Spiel mit dem Charakter beginnt? Ja. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came, and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty lords pulled apart their stone skins. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the scales betrayed his own, and the dragons were no more. Will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers,
sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Kunst ist einfach. Die Kunst, Menschlichkeit darzubieten, um Leuchtfeuer zu entfachen und zusätzlich Estus aufzusammeln, einfach weinen. Hey, warte, ich war noch nicht fertig. Mann. Dafür töte ich diese Maus. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. Es leckt irgendwie ein bisschen. And in this land. The undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. Wer ist denn diese weiße alte Frau? Oh, das war eine süße Maus. Hey, ich bin eine alte Oma. Passt ja. Och, habe ich mich erschrocken. Diesen Teil habe ich vergessen. Nördliches Asyl der Untoten. Jetzt habe ich mein Schwert in meiner Hand. Also auf jeden Fall muss ich nach der Folge schauen, wie ich das mache, denn es fühlt sich so an, wie ob ich es leckt. Kleckerschlüssel. Und das setzen wir mal hier ein. Nachricht lesen. Rechter Stick kann man aber. Echt jetzt? Boah, hätte ich nicht gewusst. Danke. Ach, dann habe ich das nie schon mal gespielt. Auf der PS3. Dreimal durch. RB, Angriff. Warte, ich habe einen anderen Controller. Was ist RB? RB, achso. R1 für PS3. Stirb. Seht ihr den Monster da? Das ist unser Tutorial-Boss. Der dicke Fettkloß. Fragt ihr, wie wir ihn besiegen sollen? Das werdet ihr noch sehen. Das alles ist noch Tutorial. Schwerer Angriff, RT. Ich glaube, das war R2. Yep. Ich bin Bettler! Gib mir Fleisch! Danke! Linker Stick und B halten. Für was? Achso, rennen. Da kann ich ja so rollen. Drücke für Zielfixierung. Ja, das weiß ich noch. GG. Ey, ich bin weiter nach unten schon. Obwohl, ich will seine kantige Falte nicht in den Hintern nicht sehen. Es leckt. Anläuft Feuerreißen, regenerieren. Das weiß ich auch. Aber meine Zuschauer bestimmt nicht. Ey, ich habe eine Errungenschaft. Yay! Das Leuchtfeuer wurde entzündet. Und jetzt ignorieren. Und speichern. Das ist auch unser Speicherort hier. Wenn wir jetzt sterben, kommen wir wieder hier rauf. War es nicht so, dass ich nicht hier lang gehen durfte? Weil der Boss hier reinkommt und ich noch nicht bereit bin für den Boss. Ja, sowas. Ich darf eigentlich nicht hier rein. Aber ich muss da rein. Es widerspricht sich, aber ihr werdet sehen, was ich meine. Jetzt schnell weg hier! Weil er kommt von oben runter.
Oh, hier steht was. Weg hier! Oh, du siehst hübsch aus. Warte! Ich bin noch nicht bereit. Ha, 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 ha. Hier. Leck meinen Arsch. Scherz. Am Anfang war ich immer dort tot, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. So, einmal gespeichert und jetzt wieder aufstehen. Option und Spiel anpassen. Option. Ist da keine Grafikoption? Das ist was anderes, das ist unser Item. Was? Das ist alles schon niedrig gestellt, das ist ja blöd. Mehr kann ich ja nichts erzählen. Also ich weiß nicht, was ich machen soll. Warte, da stand was. Nimm dein Schild. Okay, ich habe kein Schild, ich nehme mich selbst als Schild. Oh, ein Schild. Ah, der Pfeil. Drücke Start und Menü. War es nicht so, dass ich hier wählen sollte? Ja. Ich habe das Schild. Du kannst mir nichts anhaben. Ich werde dich töten. Komm her. Ich habe eine Keule. Und du nicht. Jetzt bin ich dran. Yay. So, jetzt einmal ganz kurz hier rein. Wieso ich jetzt die Keule gewählt habe und nicht den Schwertgriff? Da steht ja 20 Angriffsschaden und bei Keule steht 87, also macht es mehr Schaden. Und der Plankschild macht halt 57. Schild. Status, was war Status? Achso, hier steht es ja, hier kann ich direkt schauen, was sich verändert. Die Belastung wird zwar bei Keule höher, also die, was ich tragen muss, aber ansonsten hat es Schaden mehr. Und da siehst du, was man machen kann, ne? Und da ich Bettler bin, habe ich keine Rüstung. Brauche ich nicht. Ich mache nackig alles durch. Hallo? Ich habe anders in Erinnerung, dass hier irgendwas noch war. Ah ja, du warst da. B, Schritt zurück. Linker Stick, B, Rolle. Für was hat mich das nochmal gebraucht gehabt? Schritt zurück. Da hoch komme ich noch nicht, das weiß ich. Da hinten ist nichts, ist eine Sackgasse. Daran kann ich mich erinnern, aber irgendwas konnte. Irgendwas Wichtiges war noch. Hä, hier muss doch offen sein. Ganz ehrlich, irgendwas habe ich vergessen. Oh ja, jetzt weiß ich. Hallo. Habe ich vergessen zu sagen, dass Dark Souls ein schweres Spiel ist und mit bösen Fallen drin ist. Jetzt ist es offen. Oh, you. You're now hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon. Then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Yay! Oh, and this. Now I must bid farewell.
I would hate to harm you after death. So go now, and thank you. So, da der Mann uns eh nichts mehr macht. Hier steht was. Gegenstand benutzen. Die können wir ihn töten. Ups, ich habe meinen Estus-Flakon getrunken. Hör auf zu reden, du bist tot. Ich bin an euch der Feuerrasen. Tu ich gerade, weil ich speichern will. Und tada, hier sind wir draußen. Hier waren wir doch schon mal. Nachdem wir im Leuchtfeuer gerastet sind, füllt sich unsere Estus-Flakon immer wieder auf. Und der Boss wartet schon auf uns. Oh, hi. Man kann auch parieren, die Attacken von ihnen. Zum Beispiel so, wie ich verkackt habe. Ich will nicht sterben. Mami! Er will mich töten. Ach komm, geh sterben. Ah, immer wenn wir jemanden töten, kriegen wir sozusagen eine Szene rechts unten. Das seht ihr. Das benötigen wir zum Aufleveln. Ende. War es nicht eigentlich auch zum Verkaufen? Also vom Kopf von Sachen halt. Rechte Waffe in beiden Händen ausrüsten. Das war mit. Das da ja. Da mache ich mehr Damage. Tritt und Sprungangriff. Sprungangriff. RT. Und das war der Tritt. Nee. Hey! Oh! Holla! Bin deswegen zurückgegangen, weil da noch zwei andere sind. Und der hintere schießt Bein und Bogen. Komm schneller. Komm, beweg dich. Da. Nicht getroffen. Yay! Während des Fallens Sturzangriff. RB war's? War es nicht anders? Egal. Jetzt muss ich mein Schild rausziehen, weil da ist hinten ein starkes Mann. Drücke RB hinter einen Gegner kritischen Angriff zu führen. Der ist richtig gut ausgerüstet. Wow, komm her! Hey, der zieht mir Leben ab. Was du nicht sagst. Nein! Wieso? Tu es nicht! Bin ich blöd? Wieso habe ich mein Estus-Flakon benutzt? Bin ich bescheuert? Wieso kriege ich keinen kritischen Treffer hin? Ich will euch zeigen, wie kritische Treffer aussehen. Komm da weg. Komm da weg. Hey, geh da mal weg. Ich will hinter ihm gehen. Der ist zu weit an der Kante. Jetzt läuft er noch so arschig langsam. Hey, der macht das voll mit extra. Ach, weißt du was? Ich töte dich einfach. Whee! Ich glaube, den Tür könnte mir nicht aufmachen, oder? Nee. Was stand da noch? Parieren und kontern. Ja, das weiß ich auch. Das mit dem Parieren wollte ich auch zeigen, aber ich hab's aber verkackt. Hier kommt unser Gegner. Unser Endboss. Unser Tutorialboss. Schon viele rasten hier aus. Wenn man zu lange hier bleibt, dann springt er hoch. Also gehen wir mal runter. Alles Gute kommt von oben! Hehe. What?
Du bist... Ah! Ich drücke mal die falsche Taste! Es laggt! Ich muss nach dieser Boss kurz pausieren. Komm her, komm her. Er hat mich getroffen. Was denke ich auch? Bin ich Superman oder was? Dass ich einfach nach vorne springe. Daneben! Boah, hör auf zu lecken! Kannst du mal aufhören zu lecken? Sonst höre ich auf mit dem! Lalalala. Der hat mich getroffen! Fetti, hör auf! Fetti, nein, 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 nein! Ich liebe dich! Nicht! Haha, du hast mich nicht getroffen! Nur weil ich sagte, dass ich dich liebe! Na, 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 nicht so böse sein. Ich hau dich nur tot. Ich tu doch nichts Böses. Okay, er holt mich auch tot. Ich habe nur noch eine Schussflackung. GG. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Weg da. Das ist so schlecht. Halt mit Lecken. Weg da, weg da! Autsch. Trau Spam! Trau Spam! Er macht seinen Plancher, Body Slam oder sonst irgendwas. Einmal drauf, einmal drauf, ja! Geschafft! Ich bin der King! Obwohl, das wäre erstmal das leichteste Boss, den es gibt. Das war der leichteste Boss, den es gibt. Und ich sag, ich bin der Boss. Okay. Ich will speichern. So. Wir haben den Boss besiegt. Wir haben einiges gemacht. Der Tutorial ist eigentlich hier zu Ende. Ich werde mal schauen, wie ich das Lecken wegbekomme. Und wir sehen uns dann beim nächsten Ball. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Adieu.